Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Teufel sei Dank Box von Entertainment. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Teufel sei Dank von Entertainment. So sieht das Ganze aus. Wir machen mal die Folie ab und sehen uns das Ganze dann im Detail an. So. Aber jetzt. Also, wir haben hier eine quadratische Box. Die Box ist in Schwarz gehalten und hier auf der Oberseite haben wir den Kopf von Entertainment mit der bekannten Maske. Darüber trägt er einen Hut, so einen Anglerhut von Trill Fingers und darunter lesen wir Entertainment Teufel sei Dank. Dann hier auch nochmal dasselbe inklusive Trill Fingers Logo. So sieht das aus, rechts blank schwarz, oben nochmal und links ebenso. Spannenderweise jetzt wirklich nur rechts, weiß nicht, ob das Absicht ist, aber wahrscheinlich schon, weil es dann hier die Seite zum Aufklappen ist. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Entertainment Teufel sei Dank. Inhalt: Teufel sei Dank Premium Edition inklusive Instrumental Disc, Was zur Hölle EP und nicht erwähnenswerter Standardboxinhalt in wiederverwendbarer Tasche, wahlweise auch um Drogen oder Leichenteile zu transportieren. Okay, ja, da ist man wenigstens ehrlich, was den Boxinhalt betrifft. Und ja, Humor hat Entertainment auf jeden Fall. Schauen wir mal, was da drin ist. Wir haben hier links einen Barcode und rechts die Credits zum Album. Wie gesagt, es ist eine Clubbox, bedeutet, wir machen das Ganze dann hier auf der Seite auf. Und dann haben wir hier einen Turnbeutel. Okay, das ist heftig, das sieht man selten. Der ganze Inhalt ist hier wirklich in diesen Turnbeutel reingepackt worden. Ihr seht, die Box ist leer, von innen das Ganze glatt weiß. Und da haben wir jetzt weniger Arbeit beim Rausnehmen gehabt. Allerdings müssen wir das Ganze natürlich jetzt auch wieder hier entnehmen. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal zusammengerollte Poster, zwei Sticker, das Album, die Bonus-EP und eine Rolle Klebeband. Jetzt schauen wir mal. Ja, das war's soweit. Zum Turnbeutel kommen wir dann natürlich auch noch. Aber nachdem hier Album und die Bonus-EP noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. Ist nur die Frage, sehe ich da gar keine Öffnung? Normalerweise hat man ja hier dann immer so die Schweißnaht. Ja, oh ja, hier unten haben wir es. Geht doch. So. Album und beziehungsweise ja, da haben wir eine Lasche. Da brauchen wir gar kein Messer. War wohl bei der anderen CD auch so. Genau. Also hier bei der Bonus-EP ist ebenfalls so eine Lasche. Man kann das hier sehen. Egal, wir haben es jetzt in dem Fall mit Messer geöffnet. Das ist die Frage. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Teufel sei Dank. Es ist das zweite Soloalbum von Entertainment. Wir erinnern uns, März 2017 kam dieses Stück hier raus, Feder Gottes, ebenfalls in einer Box, habe ich euch bereits vorgestellt. Und jetzt, knapp zwei Jahre später, ist es an der Zeit für Teufel sei Dank. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier oben lesen wir Entertainment, darunter Teufel sei Dank, wie auch schon auf der Box. Der Maskenkopf, also identisches Cover.
Auf der Seite lesen wir ebenfalls Entertainment, Teufel sei Dank. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Keinerlei Features, also sind wirklich 13 Solo-Tracks. Das Ganze erschienen über Major Moves. Dann schauen wir mal hinein. So, als erstes ein Blick in das Booklet. Was haben wir hier? Wir haben hier Wüstezeichnungen und einzelne Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat, etc., Mix, Master, alles mit dabei. So sieht das aus. Also jeder Track hat hier so eine kleine Illustration in Schwarz und Weiß, so eine kleine Skizze dazu, passend zum Albumtitel. Wie man es von Entertainment kennt, sehr martialisch, sehr brutal gestaltet. Dann haben wir die Credits zum Album über eine Doppelseite. Weitere Tracks. Und hier den letzten Track. Angeblich laut eigenen Angaben, laut seinen Angaben, der Lieblingstrack des Albums, Schwarze Fee. Und dann haben wir noch die Credits zum Album im Detail, beziehungsweise eine Danksagung. Also wer daran beteiligt war, wer hier mitgewirkt hat, wird hier von Entertainment erwähnt. So sieht die Rückseite aus. Dann machen wir das Ganze mal wieder rein. Die CD sieht dann so aus. Auch hier wieder die Maske drauf. Und auf der Rückseite haben wir dann eine zweite CD. Und hier befinden sich dann die Instrumentals, also die 13 Tracks hier nochmals Instrumental drauf. Zum Abschluss nochmal das TF Drill Fingers Logo. Damit nicht genug, wir haben noch eine Bonus-EP, die Was zur Hölle-EP. Ja, passend zum Albumtitel, Teufel sei Dank, haben wir hier die Was zur Hölle-EP. Entertainment in bekannter Manier, Axt über der Schulter. Das Ganze ebenfalls in einem Standard-Toolcase. So sieht das aus. Und auf dieser EP haben wir dann auch nochmal 7 Tracks. 7 Solo-Tracks, auch hier wieder keinerlei Features. Was mich besonders freut, erstens mal, dass man die Bonus-EP auch in einem Jewel-Case untergebracht hat, nicht in einem Digi-Sleeve, in so einer Papphülle. Und, was auch besonders schön ist, man hat hier dem Ganzen, also der Bonus-EP, noch ein Booklet verliehen. Das ist schon mal schön. Hier auch nochmal die Infos zu den Bonus-EP-Tracks. Aber damit nicht genug. Wir haben hier dann auch noch ein spezielles Booklet, und zwar ein kleines Poster-Booklet. Bedeutet, wenn ihr das Poster hier haben wollt, einfach das Booklet aufklappen. So sieht das aus. Also ist im Endeffekt das Cover nochmal im Hochformat. Die ganzen Infos hier zum Album, beziehungsweise ja, in diesem Fall zur EP. Dann machen wir das mal wieder rein. So sieht dann die CD aus in Schwarz und Rot, also erinnert irgendwie so an ja, Glut bzw. Blutspritzer, je nachdem wie man das hier interpretieren möchte. Rückseite wieder gelbes TF. Dann haben wir 2 Sticker mit dabei, beide quadratisch, und es sind die beiden Covers. Und zwar einmal hier das Cover der EP und einmal hier das Albumcover, schön matte Sticker, jeweils quadratisch. Eine Rolle Klebeband ist mit dabei, das sogenannte Terrorband. Das Ganze ist recht dick. Wir haben hier schwarz und weiß, also schwarzes Klebeband mit weißem TF-Logo. Damit kann man echt einige Meter verkleben. Und ja, ich denke, ihr findet auf jeden Fall einen Verwendungszweck dafür. Ob für zu Hause oder um eure Stadt zu verzieren, das ist natürlich jedem freigestellt. Dann haben wir mit dabei die Tasche bzw. den Turmbeutel, in dem der ganze Inhalt gelagert war. Der sieht so aus, ist in so einer schwarzen Karo-Optik. Also wir haben hier so ganz feine Karo-Strukturen. Auch hier natürlich wieder Drillfingers Logo. Beidseitig. Und es schimmert, ist die Frage, ob das in der Kamera rüberkommt, so leicht gelblich durch, denn die Innenseite ist hier in so einem Neon-Gelbton gehalten. Und wir haben dann hier auf der Seite noch eine kleine Seitentasche, hier mit dem Reißverschluss.
ebenfalls neongelb ausgekleidet. Also hier kann man dann noch etwas unterbringen, zusätzlich zur Haupttasche. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, womit wir es hier zu tun haben. Aber ich kann jetzt hier drinnen keinen Zettel finden. Und auch sonst irgendwie, eventuell in der kleinen Tasche noch, aber ich glaube, da hätte ich auch nichts gesehen. Nein, sorry, kann ich euch leider nicht sagen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Ganze Polyester sein wird, also Kunstfaser, Kunststoff. Wir haben hier unten dann noch so zwei Schlaufen, in die entsprechend links und rechts ein Stoffband bzw. die Träger hier eingearbeitet sind. Und hier oben kann man das dann entsprechend zuziehen, um den zu verschließen. Und dann kann man sich den hier schön umhängen. Ja, als letzten Boxinhalt haben wir dann noch das hier. Und zwar haben wir hier Poster zusammengerollt. Warum zusammengerollt? Dass die nicht so Knick- und Faltlinien haben. Und was man hier dazu sagen muss, ist, dass es hier vier Poster sind, die man natürlich erstmal flach drücken muss, denn das Ganze ist natürlich jetzt entsprechend zusammengerollt. Also ich werde jetzt Schwierigkeiten haben, euch das Ganze zu zeigen. Wir probieren es einfach mal kurz, indem wir irgendwie hier oben beschweren. Einmal hier oben mit der Rolle. Dann werden wir hier mittig mal beschweren mit der CD. Die Frage, wie wir das hier am besten lösen. So. Ja, also ich glaube, ihr bekommt einen Eindruck davon, wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen wird. Also wir haben hier dann wirklich vier einzelne Poster. Ich werde jetzt das auch noch irgendwie versuchen hier zu befestigen. So, also ihr seht schon, wir haben hier vier kleine Poster, die sich zu einem großen zusammensetzen lassen. Und zwar sehen wir auf diesem Poster dann den Kopf inklusive Hut von Entertainment. Und darunter haben wir dann eine Axt, die in einer Blutfontäne hier endet. Ja, schönes Motiv. Gefällt mir gut. Auch die Lösung, dass man hier so auf vier Poster das Ganze ausgeweitet hat. Und das kann man dann schön zu Hause aufhängen. Wie gesagt, jetzt etwas schwierig zu zeigen, da das Ganze ja doch gerollt wurde. Aber ich glaube, ihr habt ungefähr gesehen, wie das aussieht. Gut, dann machen wir das Ganze mal wieder zusammen, speziell diese Rollposter. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Poster, vier Stück an der Zahl, die sich zu diesem einen großen Poster zusammenstückeln lassen. Dann das sogenannte Terrorband hier, eine Rolle Drillfingers Klebeband in Schwarz und Weiß. Die beiden Sticker, die beiden Coversticker quadratisch. Dann der Turnbeutel, auch mit Drillfingers Logo. Und natürlich das Album an sich, Teufel sei Dank, mit insgesamt 13 Tracks. Sowie natürlich auch die Bonus-EP Was zur Hölle mit 7 Tracks. Bedeutet, wir kommen auf insgesamt 20 Tracks. Und kleine Info am Rande, dieses Album und diese Bonus-EP gibt es physisch wirklich nur in der Box. Bedeutet, wenn ihr das Ganze physisch haben möchtet, das Album gibt es nicht so regulär als CD zu kaufen, als Album zu kaufen, sondern wirklich nur in der Box oder eben digital. Jawohl, das war's soweit. Das alles in dieser wunderbaren
Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Entertainment unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.